Moin miteinander und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von ja, und hier kurz mit meiner Wenigkeit, ich bin der Schulz, heute war die letzte weitere Folge von Minecraft Server 3. Ja, mit meiner Wenigkeit. Ja, es geht wieder weiter mit dem Bau von der Müllabfuhr. Und zwar habe ich jetzt mittlerweile hier oben das Dach gedeckt mit den Steinziegeln. Erst einmal, ja. Und genau. Der nächste Step wird dann hier erstmal hier oben die zweite Etage sein, die wir dann jetzt hier beginnen werden zu bauen. Genau. Ich möchte jetzt erstmal hiervon jeden jetzt hier nochmal einsetzen. Also von den Hauptstempfeilern, so gesehen. Ja, und von den hier. Wollte ich auch. So, jetzt muss ich nur gucken. Hier waren zwei, ich glaube, hier waren drei jeweils. Na, ne? Ja, das sollte ich natürlich nicht runterfallen. So, ich muss mir hier merken: drei. Ja, eins, zwei, drei. So, zack und zack. So. Und einfach jetzt entgegengesetzte Richtung. So müssten ja eigentlich auch drei sein. Ja, mal prüfen. Oh, passt. Perfekto. So, und einer war hier. Und da waren zwei frei und dann hier. Genau. So, und jetzt wollte ich erst einmal eine Reihe hiervon setzen. So. Bam, 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 bam. Genau. So. Welche einstecken? 6er. Also das heißt, die muss noch mal runter. So, noch mal runter, noch mal welche holen. So. Zack, bam, 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 bam. So. Ja, hier ist ja unsere Treppe. So, zack. Ja, dann mal die mal kurz erweitern. So, genau. So habe ich das mir erst einmal gedacht. So, jetzt nehmen wir unsere Pfeiler hier wieder. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie hoch war das jetzt hier? 1, 2, 3, 4 mit dem 5. Okay. So, das heißt, dann machen wir jetzt hier auch nochmal 5 hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist die Zwischen, also das wird jetzt die Zwischenplatte. Ne? Hier wird dann ausgefüllt noch, hier kommen dann noch Holzbretter rein. Welche Holzbretter, das werden wir dann gleich entscheiden. Und das wird der Fußbodenbelag dann für die zweite Etage. Da hinten kommt noch eine Treppenhaustür. Das werden wir dann auch gleich machen. Ich möchte jetzt einfach nur mal schnell erstmal so die Grundpfeiler setzen, dass ich erstmal ja, ja, so eine gewisse Vorstellung bekomme. Oder besser gesagt, ihr auch. Dass ihr auch eine gewisse Vorstellung bekommt, wie das dann ja, ausschauen soll sein. Soll werden, was auch immer. So. Na, komm. Das funktioniert ja super. So. Gut. Nicht ganz die perfekte Höhe, muss man sagen. So, aber es ist trotzdem machbar. So. Meine Fresse, ist das nervig, echt. So, jetzt muss ich hier wirklich wieder hocharbeiten hier. Die Scheiße hier zu setzen. Nach oben. So, zack. Und dann muss ich mich wieder runterbauen hier. So, aufpassen, dass ich nicht runterfliege. So. Mal kurz gucken. So. Bam. Wird auch schon wieder dunkel. Dann muss ich ja auch schlafen gehen. Ja, perfekt. So. Zack, 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 zack. Na komm. Das ist manchmal echt anstrengend. So, könnte ich erst mal kurz schlafen. So. Und schlafen. Nee, ich war in die Kiste. Scheiße. So, schlafen. Übrigens habe ich da oben schon die Bäume weggemacht. Das habe ich jetzt gerade noch auf Stream gemacht. Ne?
Habe ich vergessen zu sagen, wir waren ja vorher bei Böhmen, die habe ich jetzt erstmal alle weggemacht, schnell. So, okay. Dann machen wir jetzt weiter mit meinen, mit den guten Pfeilern hier. So. So, die gehen wir nochmal weg, weil die müssen hochkant stehen. Das sind jetzt nur drei, das sind nur zwei Pfeiler, okay. So, also runter wird die jetzt nicht. So, nehmen wir mal Snacken hier, ich verliere die ganze Zeit Leben hier. Warum hoch? Weil ich die ganze Zeit hier runterfliege. Ach, hier im Haus riecht das schon wieder gut nach Essen. So, hier kocht jemand wieder richtig fleißig. War denke ich nur auf den Namen meiner Mutter. Irgendwie hat sie mich eingeladen zum Mittagessen, aber irgendwie kam keine Nachricht. Und wir haben es ja mittlerweile schon. Naja, gut, Tag 1. Trotzdem ein bisschen untypisch. Muss ich sagen, für meine Mutter. So, okay. So, müsste passen. Dann wollen wir mal Nachschub kurz holen noch einmal. So. Okay, wieder hoch. So. So. Okay. So. Und dann. Jetzt hier nur noch und dann haben wir es auch geschafft. So. So und zack. So, wir gehen jetzt auf Holz holen für den Fußboden. Ja, habe zwar noch nicht so eine große Ahnung, welches Holz es sein wird. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt ins Bahnhof laufen, aber ich habe mal wieder keine Lore. Mein Bahnhof habe ich nach wie vor noch keine Lore hingepackt. Seid mir dazu bitte jetzt nicht böse. Ja, ich denke mal, wir werden irgendwas Helles mal nehmen als Kontrast. Unten ist es relativ dunkel und dann werden wir oben, ich glaube mal, was Helles nehmen. Genau. So, ja, was Helles. Was Helles werden wir nehmen. Genau. So. Ja, jetzt ist, werden wir uns ja weiterhin beschäftigen, da hinten so weiter auszubauen. Also das heißt, es wird dann auch, ja, demnächst eine neue Streckenverbindung geben, dann irgendwann mal. Also was heißt demnächst, wird noch eine Weile dauern, aber wird dann bald auch eine neue Streckenverbindung geben. Wir werden hier ein richtig großes, schönes Schienennetz irgendwann mal haben. Helles Holz. Ich glaube, wir nehmen Birkenholz. Birkenholz hört sich gut an. So, wir werden auch noch ein bisschen Eichenholz mitnehmen. Daraus möchte ich dann ganz gerne die Trennwände machen. So, und haben wir hier irgendwie... Ja, eine Werkbankkammer. Perfekt. So, diesmal nehme ich mir die Lore mit. Ein bisschen Gold mitnehmen. Wir müssen ja zahlen. Für den Bahnhof. Ein paar Golden Nuggets. Dass ich auch wegkomme. So. Ne, das war Kupfer. Das wollte ich nicht. So, das wollte ich. So, okay. So, also wieder hoch hier. Den ganzen Weg. Wieder zurück. Laufen. So. Perfekt. So, dann gehen wir mal zum Bahnhof. In die Ecke. Nein, ich weiß, von meiner Haustür ist immer Trubel hier. Mit Villager, mit den ganzen Viechern und so weiter und so fort. Da schon ordentlich Trubel. So, ein Fahrstuhl. So, schwupps. Bam, so. Dann fahren wir natürlich. Dafür haben wir es doch. So, ein paar Pizzablätter. Gucken wir, vielleicht erkennen wir es schon. Doch mal sehen. Ja, da wird die Müller vorgebaut. Die Müllhalle. Sehr schön. Sehr schön. Freunde, das ist richtig gut. Da freue ich mich. Nee, falsche Tasse. Ja. So. Die nehme ich natürlich wieder mit und dann geht's hier mal runter. Dum dum dum. So, genau. Perfekt. So, und dann ist hier Ausgang. Genau, ich habe die Dinger jetzt übrigens weggemacht, aber das habe ich mal im Livestream gezeigt oder irgendwie so. So. Dann laufen wir. Dann laufen wir, weil es so schön ist.
Also ich glaube, eigentlich wäre man schneller gewesen von Dinger, wenn man eigentlich, naja, gut. Man hätte auch rufen können. Egal. So. Okay. So. Müssten wir auch mal aufmachen und mal, hier eine Verbindung ranmachen. Zur Straße, aber das werden wir dann machen. So, okay, jetzt sind wir wieder hier. So, und jetzt werden wir. Ich habe ja gesagt, das helle Holz wollten wir ja nutzen, oder würde ich nutzen. Aber ich hoffe, das reicht doch niemals, Alter. Ich kann auch ein bisschen wieder fahren, ey. Och Mann, ich bin ja blöd. Reicht doch gar nicht. Meine Fresse, wirklich. Ich bin ein Held manchmal, wirklich. Aber jeder Gang macht ja schlank, ne? Habe ich mal gehört. Das reicht niemals im Leben. Dass ich mich immer unterschätze. So ist es. So, okay, gut. Ja, und wenn wir mal wieder bezahlen müssen, ne? Ja, da war schuld. Selber schuld bin ich. So, ich werde erstmal ganz kurz hier alles reinpacken, das, was ich hier nicht mehr brauche. Ah, da fahren wir wieder. Holze, mein Gott, ey. Ich mache das mir schon so ein bisschen umständlich, ne? Aber naja, so ist es halt, ne? So ist es halt manchmal. So, das werden wir ja auch bald mal alles ein bisschen hier verschönern. Und so weiter und so fort. Wir ja immer noch einen Springbrunnen hin haben. Das werden wir auch mal bald vornehmen. Und kein Wasserbecken. Genau. So, aber ich finde den Weg hier zum Bahnhof, ich finde das so geil. Wirklich. Ach, so schön. Wirklich richtig geil. So, jetzt müssen wir hier ein Gold reinschmeißen. Ein Goldnugget. So. Mal auf hier die Scheißputze hier. So, dann kommen wir rein hier. Auch nicht viel Zeit, ne? Wie gesagt, das ist alles mit so einem Timer hier irgendwie so. So einer Glock-Timer. Ich weiß jetzt nicht, wie das abläuft. So, und dann fahren wir wieder zurück, weil es so schön ist. Aber ey, macht Spaß. Macht Spaß. Schick, schick, schick. Da hinten wird dann alles noch zugebaut sein irgendwann. Ne? Das wird so geil aussehen. Freunde, vertraut mir. Wirklich, das wird richtig nice. Das wird richtig nice. So, okay. Irgendwie bin ich müde. So, und zack. Aua. Tat er weh. So. Genau, wieder nach Hause. Und tun wir auch nichts. Ach Mensch, naja. Was man nicht im Kopf hat, hat man irgendwo anders. So ist es halt manchmal. So ist es halt. So, okay. Holz ist er hier. So. Viel habe ich auch nicht mehr. Mal gucken, ob das reicht. Aber wir haben ja auch noch eine wunderschöne Baumfarm. Könnte man ja auch von Dinger dann abholzen. Das werden wir mal machen dann, wo ich, wenn ich da meine ganzen Lagerbestände mal wieder auffülle oder irgendwie so. Macht sich immer ganz praktisch bei Leistungs oder irgendwie so. Wenn man so Lagerbestände auffüllen will und dann drum und dran. Macht sich eigentlich da immer ziemlich gut, muss man sagen. So, und das geht wieder hoch. So, und wieder zurück. Aber so macht schon Spaß hier mit der Luft zu fahren hier. Und irgendwann ist das auf dem Schienensystem oberirdisch, aber auch irgendwann unterirdisch ganz komplex ausgebaut. Obwohl das hier oben, das also jetzt hier so, das wird glaube ich so ein richtig fetter Drehkreuz oder irgendwie so. Ja. Da eine Lore hin, dann geht da mal eine Lore hin, nach da geht eine Lore, nach da geht eine Lore, unterirdisch waren die Dinger und ach ja. Ach, das wird gut, das wird richtig gut. Freue mich schon richtig. So, okay. So, gehen wir wieder runter hier. Und raus hier wieder. So, dann wollen wir jetzt noch den Boden verfüllen. Und dann werden wir mal schauen, was so die nächsten Steps sein werden.
Also einrichten will ich jetzt hier oben noch nicht so schnell, aber ich möchte ja erstmal so, dass ja, der Grund zumindest steht, sagen wir es mal so. Das ist so mein Ziel. Na, einrichten, das ist eine Sache, die mache ich zum Schluss immer. Aber man muss da Grundstein stehen. Mit den Fenstern und so, dass man auch weiß, aha, gut, so und so kann man jetzt so weiterbauen. So, okay, so. Bis kann ich mal schon schlafen? Nein, kann man noch nicht. Ist noch zu hell. Aber die Sonne geht relativ schnell runter. Dann werden wir gleich schlafen können, dürfen. Ein bisschen warten, dass sie dann richtig. Ah, da war es schon unten. Oder weit genug unten, sagen wir es mal so. So, guten Morgen, guten Morgen. So. Oh krass, ne? Mir fällt gerade ein, in 12 Wochen ist einfach schon wieder Weihnachten, Alter. Eine Fresse. Die Zeit, die rennt förmlich, wirklich. Das ist schon manchmal echt ein bisschen erschreckend. Naja. So ist es halt. Letztens auch ein paar TikToks darüber gesehen, wie Leute übelst Panik schieben, weil die Zeit einfach viel zu schnell vorbeigeht oder irgendwie so. Ich muss irgendwie dazu sagen, auf meiner Seite her freue ich mich irgendwie, dass die Zeit so relativ schnell vorbeigeht, dass ich bald fertig bin mit meiner Ausbildung. Das heißt, bald sind noch 2 Jahre, aber wenn ich überlege, wie schnell dieses erste Jahr verlaufen ist, dann ja, werden die nächsten 2 Jahre wahrscheinlich doppelt so schnell verlaufen. Und andere, die meckern da rum und wollen das nicht. Gut, kann ich natürlich auch nachvollziehen, ne? Keine Frage, aber ist schon manchmal interessant. So, gut, Freunde. Ja, so viel habe ich jetzt in der Folge nicht geschafft, abgesehen, dass wir jetzt hier 5 Mal hin und her gefahren sind. Ist auch nicht so schlimm, gehört auch mal dazu. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal von diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, ganz gerne wissen lassen mit einem Däumchen nach oben, würde mich natürlich sehr freuen. Gerne Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr dann von mir zu verpassen. Oder von diesem Projekt, besser gesagt. Ja, könnt ihr sehr gerne bei Instagram folgen, links in meinem Bio, genauso wie bei Discord. Könnt ihr unseren Discord-Server beitreten. Na, Link ist unten in der Bio. Freunde, ich bin raus, euer Schulz. Und Jankos, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.